Hallo Leute, hier ist Schutzmann. Ja, Weihnachtsboxen sind am Start. Ich habe mal ein paar gegönnt. Bitte Leute, denkt dran. Es ist Glücksspiel. Wenn ihr irgendwelche Schiffe unbedingt haben wollt, die ihr nicht habt, dann holt euch dich lieber so einen Job oder wartet auf Angebote. Oder wenn ihr einen Coupon bekommt, aber zu hoffen, dass das Schiff da drin ist in den Boxen, ist halt sehr gering. Okay, ich fange einfach mal an mit euch. Ich muss darauf achten, dass ich nicht auf alle Container drücke. Das Pech hatte ich nämlich auch schon mal. Der erste ist Tarnung. Wow. Kohle. Jetzt sind da auch drinne? Okay. Nochmal Credits. Blaue Signale, okay. Blaue Signale. Blaue Signale. Nochmal blaue Signale. Oh, Schiff, Schiff, Schiff. Die West Virginia 44. Oh, das wurde ja erst vor kurzem vorgestellt. Soll wohl ein ganz gutes Schiff sein. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein Video darüber machen später. Kohle. Blaue Signale. Credits, also ich meine, das sind hier die Mega-Container, Leute. Also 2,25 Millionen Credits da drin, weiß ich nicht, ist irgendwie, fühlt sich komisch an. Kohle, okay, sehr viel Kohle drin. Captain EP. Oh, Schiff, Schiff. Die Ashitaka. Okay. Stufe 7. Ist, glaube ich, ein Schlachtschiff mit den großen Guns, also mit den Stufe 8 Guns auf Stufe 7. Credits, was? Nee. Elite Kapitäns-EP. Meine Güte. Oh, was war das? Ladebildschirm? Oh nein, Alter. Kapitän-CP. Mal Tarnung. Oh, Schiff, Schiff. Die S-189 U-Boot. Okay, soll ein sehr starkes U-Boot sein. Ja, wie gesagt, West Virginia, Ashitaka. S189. Schauen wir mal. Sehr viel Credits. Das ist also. Die Credits fühlen sich nicht gut an in solchen teuren Boxen. Hey, hey, hua, hua, hua.
Oh, schon wieder ein Schiff. Die Maya. Ah, nice. Der hatte doch Reload Booster, meinte ich, ne? Ja, ja. Blaue Bonis. Schon wieder ein Schiff? Schiff Nummer 5. Die Florida. Okay. Sehr 7er lastig. Kohle. Ja, Kohle ist okay. Schiff Nummer 6. Die Tone. Okay, mein erster Achter. Ja, Maya und Tone. Also das sind schon mal zwei Schiffe, die ich wohl sehr genießen werde. Kohle. So viel Credits, wie ich jetzt rausgezogen habe, ey. Bitte keine Credits mehr. Das ist irgendwie richtig mega der Song. Oh, blaue Bonis, okay. Elite Kapitäns-EP, ja. Blaue Bonis, okay. Oh, schon wieder ein Schiff. Habe ich nicht erzählt. Die Nottingham. Okay. Ja, eine Nelson mit 406er. Ohne Panzerung. Nee, Nottingham war doch ein Kreuzer, ne? Ach, ich weiß es nicht mehr. Boni, okay. Kohle. Nochmal Kohle. Ja, wenn ich... Bin ich nicht mit einverstanden. Also das ist, das fühlt sich wirklich nicht gut an in so einem Bonus, in so einem großen Container. Ja, das ärgert mich ein bisschen, aber gut. Es ist, ja, wie ihr seht, es ist einfach Glücksspiel, ne? Oh, rote Boni. Nice, Captain EP. Captain EP. Machen wir blaue Boni. Oh, Schiff, Schiff. Schiff Nummer 8. Die Tokachi. Sehr schön, ja. Das ist aber wirklich 7er lastig, also. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr wieder mal so eine Shortlist gibt. West Virginia 44 freue ich mich drüber. Obwohl ich null der Schlachtschifffahrer bin.
Boni, ja. Gibt es noch ein Schiff? Blaue Credits. Was war das? Schiffs-EP, okay. Ah, 20 mal Free XP war das, ne? Ja. Also die tun wirklich weh. Die tun wirklich weh. Das war der letzte. Und was ist da drin? Oh, wenigstens nochmal Credits. Die kann man gut brauchen. Jetzt habe ich noch diesen Free. Oh, Signale. Signale? Das ist gut. Ja, Leute, das war's. Schiffstechnisch sehr 7er lastig, eigentlich ganz witzig. Ich muss mal gucken, was wir auf den 7er 9 haben. Aber die Dings hier, sag mal schnell, die Credits-Dinger, Alter. Oh, ich weiß nicht, ey. Ja, drin war also die Maya, die Tokachi, dann war noch mal drin die West Virginia 44. Die soll ja richtig genau ganz haben. 406er. Oh, ist okay. Dann war die Florida drin. Was haben wir noch? Oh, ich habe meinen Kopf, Alter. Ja, die Collingwood war drin. Die Collingwood war drin. Und irgendwas habe ich doch vergessen. Ne? Ashitaka, ne? Ja, auch 410er sogar. Ja, ja. Okay, Leute, ja, wie gesagt, denkt dran, es ist einfach nur Glücksspiel. Es war sehr 7er-lastig, die ganzen Credits haben wirklich wehgetan. Also in einem Premium-Container, der so viel Geld kostet. Ich muss mal gucken, wie ich das hier sehe. Da Credits reinzupacken, was kostet eine? 4,11 Euro und da hast du dann 2,2 Millionen Credits drin, tat schon weh. Tat schon wirklich weh. Das ist ein bisschen versteckt hier oben, falls ihr noch Dublonen habt, könnt ihr das auch für Dublonen umtauschen einmal. Ja, wie gesagt, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, falls ihr Kisten öffnen wollt. Dass da jetzt so viele Credits drin waren, ja. Wie gesagt, war ein bisschen unangenehm. Für die Schiffe, die ich rausgezogen habe, da werde ich nochmal einzelne Videos machen. Auf jeden Fall viel Spaß. Denkt dran, nur wenn ihr das Geld über habt. Ansonsten kauft euch so Schiffe oder spielt einfach nur. Ne? Es gibt dieses Jahr ja wirklich sehr viel. Also wenn ihr euch einloggt, werdet ihr das sehen. Alles klar, macht's gut. Ciao.